Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu HTML. So, heute geht es zum letzten Mal weiter, glaube ich, mit den Forms und ja, alles weitere seht ihr dann in den PHP-Tutorials, die vermutlich früher oder später kommen werden müssen, auf jeden Fall natürlich, damit ihr die Forms auch auswerten könnt. So, genug gelabert, los geht's. Wir wollen, dass unsere Form, die wir hier schön sehen, wenn ich da drauf klicke, dann soll das passieren, was ich hier schon habe. Das liegt daran, dass ich noch nicht F5 gedrückt habe. Genau, normalerweise landen wir nicht in einem neuen Tab, sondern wir landen auf derselben Seite wieder. Und wenn wir dann halt irgendwie wieder zurück wollen, müssen wir hier den Navigationspfeil benutzen und so weiter und so fort. Wir wollen, dass unser User direkt auf einen neuen Tab stößt, wenn er das Ganze aufmacht. Dazu geben wir an Target gleich Bodenstrich blank. Und das war's schon, total easy, oder? Einfach draufdrücken und schon landet ihr in einem neuen Tab. Perfekt. Das heißt, da wird dann alles auch übergeben und ihr seid mit dem Tab hier trotzdem noch auf der sicheren Seite. Okay, ja, und genau darum soll es sich heute drehen. Wir wollen die ganzen Attribute, die wir hier haben, wollen wir alle mal durchgehen und ich möchte euch zeigen, was ihr da alles mitmachen könnt. Achtung, wir werden XHTML benutzen oder XHTML5, um genau zu sein. Das bedeutet, sowas hier, read-only, das ist auch gültig. Aber es ist kein XHTML, es ist nicht strikt genug. Manchmal verspricht man sich davon, wenn man es noch strikter macht, sprich sowas hier, ist zwar die längere Fassung, ist es nicht so einfach zu schreiben, nicht so einfach zu merken, aber man hat die Gewissheit oder eher die Gewissheit, dass es in allen Browsern funktioniert, also auch bei so Konsorten wie Internet Explorer. Okay, read-only, jetzt mal zu dem, was ich hier überhaupt getippt habe. Read-only bedeutet, wir können nichts reinmachen. Das heißt, wenn ich hier jetzt drüber fahre, ihr seht, beim Nachnamen funktioniert noch alles super, aber wenn ich hier irgendwas machen möchte, dann haben wir keine Möglichkeit, hier irgendwas einzugeben, weil wir überhaupt keinen, ja, diesen Cursor nicht kriegen, um hier etwas einzugeben. Genau, das liegt daran, dass ich hier gerade Read-Only gemacht habe. Warum sollte man sowas machen wollen? Genauso, disabled gleich, disabled. So, ja, warum sollte ich sowas machen wollen? Das liegt daran, wenn man jetzt zum Beispiel das Ganze dynamisch über JavaScript ändert, ja, das geht, dann könnte man ja vielleicht, wenn der User oben angeklickt hat, ich bin unter 18 Jahre alt, dann muss er gar nicht ausfüllen, hast du, keine Ahnung, was schon mal getan, hast du schon mal Spiele ab 18 gezockt, das macht ja überhaupt keinen Sinn, denn er ist ja noch gar keine 18, sprich, er hat es auch noch nicht getan, deswegen können wir das Feld gleich mal disablen. Und das können wir dynamisch machen. Ihr könnt dann eben sagen, ich hätte es lieber disabled oder ich hätte lieber ein Read-Only draus gemacht. Okay, die nächsten zwei Attribute, die ich euch zeigen möchte, sind Size und Size gleich. Und da könnt ihr dann eine Länge angeben, wie zum Beispiel 100. Ihr seht, wie lang dieses Teilchen aktuell ist. Bei 100 wird es deutlich länger. Das sind die Anzahl an Zeichen, die wir hier maximal, nicht maximal, aber die wir so ungefähr reinpacken können, nämlich 100 Zeichen. Und dazu passend gibt es ein Max-Length-Attribut. Max-Length ist ja, die maximale Anzahl an Zeichen, die der User da reinpacken kann, zum Beispiel 3. Das heißt, wir sagen, wir haben ein 100 Zeichen großes Inputfeld und wir können nur maximal 3 Zeichen reinpacken. Gut. Wenn wir jetzt hier A, B, C eingeben und ich dann weiter auf meinen Tasten hämmere, wie ihr gerade hört, dann ja, können wir trotzdem nicht mehr eingeben, weil es einfach fertig ist. Mehr geht nicht. Und dann passt halt leider nicht mehr rein als The und Morpheus. Gut. So, was wir hier auch noch haben als Möglichkeiten, sind weitere Attribute von HTML5. Allerdings muss ich dazu hier unten hingehen. Wenn wir hier draufklicken, dann sehen wir, ich habe hier schon Suche eingegeben und www.hi.de. Das kann man auch ausstellen. Der Standard ist natürlich, dass es an ist, aber ich muss es natürlich hier unten in das untere Input-Feld reinpacken, weil ich oben nichts habe. Das nennt sich Autocomplete und das ist neu in HTML5. Das heißt, wenn euer Browser zu alt ist, dann wird das nicht funktionieren, aber man kann es ja mal probieren. Und zwar on, wenn es an sein soll, das ist der Standard, off, wenn es aus sein soll. Das heißt, wenn ich jetzt hier F5 drücke und hier hämmere wie bekloppt, dann funktioniert das immer noch nicht, weil ich einfach das Ganze ausgemacht habe. Okay, wunderbar, eins von vielen tollen Attributen, genau.
So, wenn wir jetzt noch weitermachen wollen, dann haben wir hier noch Autofokus. Das mache ich auch mal nicht hier oben hin, sondern mach's mal. Ja, doch, lassen wir es da drauf. Autofokus gleich. Okay, dann machen wir das hier wieder weg. Autofokus gleich on oder off. Standard ist off. Und das bedeutet, wenn ich jetzt hier diese Seite aktualisiere, Achtung, ich bin jetzt hier auf dem Passwort, ja. Wenn ich jetzt hier aktualisiere, dann landet mein Cursor automatisch hier unten. Sprich, wenn jemand die Seite lädt, kann er sofort hier unten lostippen, wie er möchte. Und das liegt an Autofokus. Das heißt, seid sparsam mit dem Autofokus. Es kann nur einer den Fokus bekommen, aber einer sollte ihn auch tatsächlich haben, weil sonst ist es irgendwie ätzend, wenn man dann irgendwie immer von Hand auswählen muss, wo man gerade hin möchte. So mal als User. Okay, und dann habe ich euch tatsächlich noch einen Input-Teil verschwiegen, ist mir aufgefallen. Nämlich Input-Type gleich File. Ja, sagen wir einfach mal Name gleich IMG oder sowas. Und genau. Dazu möchte ich euch auch noch was zeigen. Und zwar, wenn wir hier eine Datei auswählen. Dazu bin ich mal in Rust reingegangen, weil im HTML-Ordner haben wir nicht so viele Dateien. Dann kann ich nur eine Datei immer auswählen. Also mit Steuerung könnte man theoretisch mehrere Dateien auswählen. Das geht hier nicht. Ich kann hier tatsächlich nur eine Datei auswählen. So, wenn ich das jetzt hier, ich kann natürlich hier Open drücken, dann wird die Datei ausgewählt und so weiter. Was ihr dann damit macht, könnt ihr auswählen in der PHP-Datei. Aber wenn ich jetzt mehrere auswählen möchte, dann brauche ich hier dieses Multiple gleich on. Ja, Multiple gleich on lässt euch dann mehrere Dateien auswählen. Brauche ich euch eigentlich nicht zu zeigen. Ist im Prinzip klar. Okay, wunderbar. Ja. Okay, zu guter Letzt, es gibt oftmals irgendwelche Forms, die ihr ausfüllen werdet und ihr könnt nicht abschicken, solange ihr nicht alles ausgefüllt habt. Das liegt daran, dass es da freche Leute gibt, die ein Required dahinter setzen. Also Required gleich on. So, ein Required gleich on macht folgendes. Ich lasse das hier mal alles so, wie es ist. Und ja, wenn wir jetzt hier nichts eingeben und auf Klick mich drücken, dann steht hier, bitte füllen Sie dieses Feld aus. Ziemlich frech, ne? Wenn ich jetzt hier einfach the eingebe und dann auf Klick mich drücke, dann funktioniert plötzlich alles. Das heißt, Required zwingt euch, ein Feld auszufüllen, bevor ihr den Submit-Button klicken könnt. Okay. Ja, das ist zwar noch lange nicht alles, was es bei Forms gibt, aber ich glaube, den Rest kann man getrost vernachlässigen und den braucht man eigentlich auch wirklich nicht. Ich glaube, damit seid ihr gut bedient und ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.